Vielleicht fand man irgendwann einmal den Enigma raus, wen der Passus dann am ursprünglichen Text dran gesagt wird. Aber bon, das wird sich schon dann Avalo glücklicherweise wohlgefallen abgelesen. Herr Präsident, wir befanden uns sind da mehr oder minder dem 1. Oktober an der zweiten Welle. Die zweite Welle, die Jitfrey gefährt wird, die angekündigt wird, die vielleicht verschiedene auch nicht wollten, wo er holen oder gehofft tun, dass man das Eis erspürt geht bleiben, als du an sie wirkt, sind da, wie gesagt, Anfang Oktober. So wird zu Lützeburg wesentlich mehr schlimm Ravagen gemäht, wie die Echtwelle. Allein vom 1. Oktober bis Stand gestern sind 333 Leute mit oder um Covid gestorben, par rapport zu 125 Leuten an der ersten Welle bis eben den 1. Oktober. Und dürfen für das anzuschätzen, was wir dann hier votieren sollen, was aber das weitgehendste Gesetz ist, innerhalb von der zweiten Welle, muss ich aber eigentlich gleich können, retrospektiv machen, wie die Regierung dann hinter dem 1. oder so mal den 10. Oktober gehandelt wird. Den 10. Oktober ist der Moment, wenn in Kurve guckt, wo ihr gesagt, du fängt es un exponentiell an die Leute zu gehen. Die Regierung hat das auch gesehen, an den 17. Oktober eine Pressekonferenz gemäht, wo sie deklariert hat, dass sie weiter F werden. Nicht handeln, wenn ich mich richtig erinnere, hat der Minister ein Bild gebraucht, am Sinn, wenn es nicht friert, muss ich nicht direkt alle gut Straßen sperren. Die Regierung hat also aufgewehrt den Moment. Den 29. Oktober, da waren wir ganz kurz, vier um Pick von der zweiten Welle, hat die Regierung, haben wir dann hier in der Chambre die echten Mesuren, oder die Majorität die echten Mesuren votiert, die daran bestanden haben, für eine Begrenzung am Horeca-Bereich anzufeiern. Das ist nicht richtig, wie der Herr Engel gesagt hat, dass dem Moment kein Mensch gesagt hat, von einem Lockdown geschwärzt wird. Weil wir haben dem Moment gesagt, dass es mehr kohärent wird, den Horeca ganz zu machen. Wir haben davon geschwärzt, für einen partiellen Lockdown zu machen, zu dem Zeitpunkt, wo effektiv der Peak von der Welle erreicht ging, als weil das wir nämlich Wellenbrecher gewirscht. 4 Wochen rup, 25. November, stimmen all der Römenkeier hei, und diskutieren dann über die Propos, nämlich die Schließung vom Horeca-Bereich. Den 15. Dezember, für eine gute Woche, sind wir dann Römenkeier hei, und da holen wir dann echte Klangänderungen für an Grand Surface muss ein Protokoll sanitär angerichtet gehen. Das war im Englisch eng von denen Hauptmesuren, die da geholt gesehen. An Lo. Lo, also so, dass den 15. Dezember, wo ich nachher wiederholt habe, dass wir einen Lockdown bräuchten, habe ich gesagt, Grit, vom Premierminister, haben wir schockiert. Schockiert! Man kann schon, wie ich schwätze, wiederholt dann immer vier oder zweimal. Schockiert, wie leichtfankig Grundrechte auf Freiheiten hier von einzelnen Deputierten über Bord gehalten gehen. An einem Duktus von der Entrüstung, so wie wir ihn als Kommunikationsexpert kennen. Aber ich wäre schockiert, wie wir die haben, so an der Stelle fest, dass ein Woche spät stimmen hier den Couvre-feu, was ein extrem incisiver Liberticide-Mesure ist, geht noch viel verwickelt. An den Schockmoment vom Herr Premierminister schenkt den wirklich 2D-Strupp dann aber überwunden zu haben, und genau das zu machen, nämlich Grundrechte über Bord zu gehen. Und das hat mir gefühlt, dass wir nicht Grundrechte über Bord zu gehen, mit klaren Regeln anzufeiern und zu denen auch ein Lockdown gehört hat, was meiner Liberticide gewesen wäre, wie der Couvre-feu. Das heißt, wenn ihr dann aber auch guckt, wie die Entwicklung von den Zöllen aus dem Peak hat man erreicht, Ende Oktober, Anfang November, hinterdem hätten sich ungefähr 4 Wochen lang stabilisiert, auf einem ganz, ganz hohen Niveau, inkomparabel mit anderen Ländern an Europa. Und du hast ganz lose Rufgänge bis mit Dezember. Hallo, die letzte Woche geht rasant Ruf. Die erste Kehr, glücklicherweise, wo Zöllen rasant Ruf gehen. Hallo, zu diesem Moment, wo man die erste Kehr wirklich keine Hoffnung schaffen, lo kommen die Mesuren, die eigentlich hätte müssen, die Wellenbrecher sind zu der Zeit, wo die Welle am höchsten war, nämlich Ende Oktober, Anfang November. Dürfen als für mich
die auch so falsch, dass die Mesure von der Regierung die Welt gebracht hätten. Die Regierung hat mit diesen Mesuren auf der Welt gesurft. So hat sie nicht gebracht, aber so hat sie suiviert. Du hast doch richtig, was Madame Lorsche gesagt hat. Es geht nämlich darum, die Welt los zu akzelerieren oder die Tendenz zu akzelerieren. Es geht nicht darum, gegen sie viel zu gehen. Das ist nämlich auch das, wie in die letzten zwei Monaten Regierungspolitik resümieren kann. Die Regierung hat zu spät reagiert mit den falschen Mesuren. Hallo? Und wir haben neue Mesuren für Leien. Und ich denke, mit der Insche und mit der ich wirklich auch verstanden sind, weil wir es auch selber gefragt haben, nämlich die Schließung von den nicht essentiellen Geschäften. Das ist eine große Mesure, das ist eine weitgehende Mesure. Aber das ist eine, die uns auch nur wissenschaftlichen Erkenntnisse, die uns wirklich klar schenkt. Weil das ist gar nicht klar, das schenkt dann auch schon am Ende Oktober nicht klar, schenkt das war der Couvre-feu. Und du haben wir versprochen, Krit, ich präsentiere euch eine Etude, aus der geht ganz klar für, dass der Couvre-feu eine immens effikante Mesure ist. Wegebahnt, wo man darauf gewählt, für die Etude zu kriegen, und noch eine Etude kriegt. Da stehen auch ganz viele interessante Sachen dran, ob die ich noch angehen werde, mit schon auf nicht über den Couvre-feu und die Effikazität vom Couvre-feu dann. Bislang geht es meines Wissens just eine einzige Etude darüber, die immens umstritten ist, nämlich über den Couvre-feu an der Guyane. Und du hast den Couvre-feu von 5 bis 5 gegangen. Das ist 12 Stunden den Tag, wo die Leute wirklich just nach Schaffen gegangen sind und du noch müssen daheim sein und nicht mehr dürfen für ein Tier gehen. Also, es gibt keine wissenschaftliche Erkenntnis davon, was da aber sicher ist, dass das extrem liberticid ist. Und das ist so, und all das Leben von den Leuten extrem stark angreift, weil die Leute nur daheim angesperrt bleiben. Was das für Konsequenzen hat, ob Violence domestique, nur an dieser Zeit will ich überhaupt nicht mehr ausmalen. Auch der Staatsrat hat das dort ganz stark auf Ruhe gestellt, und nicht nur der Staatsrat, wie so ungefähr Jitfried Avi, den ich dort so gelesen habe. Dafür sind wir dort dagegen. Das war doch nur Neues, und das geht so über zwei, drei Mesuren rüber, das ist die neue repressiven und autoritäre Staat. Den Doraner besteht, dass Amenden verdoppelt gehen. Den Doraner besteht, dass Avertissement Taxien verdoppelt gehen. Mehr aber Amenden pende Polizien, die bis los zwischen 100 und 500 Euro waren, gehen zwischen 500 und 1000 Euro. Und Blut gesagt, da haben wir verbunden am ursprünglichen Text, den berühmten Artikel 16 Ter, dass auch sollten dann Staatsfunktionären an Salarien dazu aufgerufen gehen, Kontraventionen, mussten sie denunzieren, etwas, was man zu Lützburg nicht kennen, aber der Präzedenzfall an unserem Justizsystem geschaffen hat. Und das ist nicht nur mit der Opposition oder Majoritätsvertreter, die das dann glücklicherweise nicht gut fanden, mehr das auch der Staatsrat gewesen, denn der Barro, das die Menschenrechtskommission gewesen, etc. Und natürlich die große Öffentlichkeit. Ich glück, dass das rausgeholt ging. Meiner Welt gesagt, denn aber die Intention, die da hinten steht, nämlich mehr repressiv zu gehen, Vier können gehen nicht anhalten, von Bestimmungen vier zu gehen. Ich gehe darüber nur noch an. Und ich meine nicht, dass es dann da mal gedauert ist, einfach Zölle von den Amanten an die Lüge zu setzen. Trotzdem sind die Regeln, die man hat, überprüfbar, kann die Polizei überprüfen und kann die Polizei überhaupt Protokolle dazu ausstellen. Und da komme ich nur auf mein allerliebsten Sujet. Und ich sehe, du bist ein einsamer Rufer in der Wüste, die Regel, dass bei einem Rassemblement von über 4 Leuten die Leute müssen eine Maske anhören an 2 Meter Abstand. Dann hoffe ich, dass nur mit den neuen Amanten von 300 Euro die Regierung oder die Police sich einfach mal Zeitungen durchguckt von den letzten 2-3 Tagen. Also da gehen mindestens 3 Ministerin, die da müssten ein Amant kriegen, die auf Foto sind. Und ich meine, dass ein Foto posieren für ein Foto, dass das Rassemblement ist, nur eher, dass zumindest 3 Ministerin da müssten ein Amant kriegen. Also, ich bin immer gegen die Doten Regel geschwärt, weil sie es nicht anzuhalten. Das ist an ganz viele Situationen nicht anzuhalten und er hält sie selber nicht an. Aber dann schreibt keine Regeln dran, die er nicht anhalten kann. Dasselbe ist den Claude Wiesler schon zu Recht darüber angegangen, die Frage von den Aktivitäten Kreativen. Ich brauche nicht mehr zu machen, dass da 2 Leute sind. Das möchte auch überhaupt keinen Sinn. Wenn ich so stiefes Tag bei meinen Eltern heimgehen, mit meiner Freundin, da sind wir zu feiern, da das schon alles dann richtig anerlaubt, dann darf man etwas nicht machen, nämlich den geschlossenen Raum verlassen und trippeln gehen. Das ist doch aus sanitärer Sicht der Kontra von dem, was man eigentlich wählten. Aber wenn ich dann höre,
dass den Alkoholverbot DJ aus dem sogenannten Glühwein-Hopping entstanden ist, dass Delo dann generalisiert wird auf alle Lieu accessible au public. Da muss ich sich aber vorstellen, ob man mit den Regeln, die man im Moment tun, nicht schon genau das in der Banne können. All die Beispiele, die genannt sind, dafür haben wir genug Instrumente. Es ist nämlich verboten, dass ein Bistro Bannen an, respektive auf der Terrasse, verkauft. Es ist verboten, Rassemblemente ohne Maske, das heißt, wenn die Leute trinken, über vier Leute zu machen. Das ist alles möglich. Es muss ihn just applizieren. Da, auf den Weg geht es nicht, aber es geht auf den Weg von einer allgemeiner Regel, das heißt Stater Schickeria oder, sagen wir mal so, mehr Feier von der Stater Schickeria feiern dann dazu, dass im ganzen Land kein Mensch mehr auf irgendeinem Lieu accessible au public darf Alkohol konsumieren. Hier sind meine Chérie, die haben ich vier aus dem Bad von der Chambre. Ich werde nur den Premier so schenken. Da wirst du, hier liegt mir ganz im Herz. Aber das ist verboten. Das ist verboten. Aber ein meine Chérie an einem öffentlich zugänglichen Raum zu konsumieren. Und das, was auch die Regierungspolitiker im Rennen spiegelt, responsabel dafür, als nicht den, den meine Chérie dahinter lädt, in diesem Fall Chambre Verwaltung, der Generalsekretär, respektive den Präsidenten, nee, responsabel geht die Gemeinde, den sie das, was du leid konsumiert. Das ist die Logik von den heute Reglementen. Und das geht nicht. Ich fand das, nicht richtig. Ein weiterer Punkt, ich gehe spannend ganz sehr. Datenspeicherung, Dürre ist zu lang und Quantität von dem, was recherchiert wird, als auch zu viel extensiv. Homeschooling, das Minimum, was den sich hätte können werden beim Homeschooling, nur der Erfahrung, die da gemäht gehen, als wir da den eine Evaluation, die man da gemäht hat. Es sind nämlich Sachen gut gelaufen beim Homeschooling und sie Sachen nicht gut gelaufen. Mir ist ein Gefühl, dass man nur bei Null aufhängen. Wie wann nicht gewischt wird. Das kann nicht doch nicht, das kann nicht noch nicht sein. Und du gesagt, in allen Rimmen kriegen, dass die Regierung hier Hausaufgaben nicht gemäht wird. Das Handeln von der Regierung wäre weder sehr noch effikant. Und Schuld wird rein individualisiert, jit für einen Einzelnen auf die Schüler gelöst und wird nicht geguckt, was den eventuell kollektiv Kind machen. Und das ist das, was in diesem Gesetz fehlt. Nämlich die Etüden, die man präsentiert kriegt, die zweite Ausstiegungsquelle, nicht dem Privaten, aus der Bist. Wo sind denn an dem Text hier Regeln für der Bist, außer ganz allgemein Regeln? Am Duheim gehen es mehr strenge Regeln wie auf der Erbest. Mit der Bist ist doch ein Domain, den als Regie par la loi, so sieht er da ist Verfassung. Für was machen wir da nicht? Für was muss nicht alle Employer ab einer gewissen Zwölle nicht auch ein Protokoll sanitär abstellen, wo er sieht, wie er sein Leid schützt? Da könnte man effikant gehen, Neuinfektionen viel gut, weil da das der Kenntnis von der Wissenschaft, sowohl der Etude, die Frau der Französischen, die wir präsentiert kriegen, wie auch die vom Luxemburg Institute of Health. Auch nach einer was nach einer drauf fehlt, als die Rolle von den Gemengen. Auch das scheint wirklich in der von mehr zu sehen. Hinter dem Napoleon gehört Tigien zu der Kernkompetenz von den Gemengen. Und du hast meistens drin verstanden, Wasserversorgung, noch Wasserentsorgung, Müllentsorgung etc. Aber die Sanitärkrise, die wir hier haben, die gehört auch an Kernkompetenzen von den Gemengen. Und da geschieht nichts. Da geschieht einfach nichts. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, wie ein Krisenmanagement kann machen und gut nicht Gemengen auf dem Niveau, wo sie müssen agieren, mal ein Boot holen und dort Gemengen wirklich einen seriös zu holenden Partner an dem Ganzen. Wie ich kann nur Beispiele aufzählen, was ich genau da verstehe. Vielleicht gehe ich ja nur darüber geschwärmt und ich möchte mal gucken. Meine Konklusion, Herr Präsident, die Regierung ist nicht präpariert, die Regierung hat zu spät reagiert, an der Loh-B-Moll schießt sie an alle Richtungen und auf jeden Fall weit über das Ziel raus. Sie depassiert den Kriterien von der Proportionalität, die bei so ganz graven und wichtigen Gesetzen misst sind. Und die Regierung hat noch etwas anderes gemäht. Was viel mehr schlimmer ist. Ich meine, die Regierung hat Vertrauen verloren. Sie hat Vertrauen verloren von den Leuten, weil die Aktionen und auch den Timing von den Aktionen von der Regierung nicht mehr nachvollziehbar sind. Und das ist ganz gefährlich, weil wir Leute Aktionen von der Regierung bemal als willkürlich empfangen, weil sie sie nicht mehr nachvollziehen können. Da riskieren wir, dass die Regeln, die wir als Gesellschaft gehen, von immer mehr Leute akzeptiert gehen. Und das
die eigentliche Perspektivlosigkeit von diesem Text. Und ich freue mich wirklich. Der 4. Januar muss die Regierung einen neuen Text präsentieren. Aufgrund von welchen Kriterien sie das machen will. Das ist mir schleierhaft. Und solange das schleierhaft ist, fährt nicht, dass das alles just ein Schuss an den Nerven geht. Merci.